sieht aus wie ein Badezimmerspiegel. Und das hier sieht aus wie ein normales Bild. Ist auch ein Spiegel, ist auch ein Bild, aber das Verrückte, beide sind gleichzeitig auch Heizungen. Infrarotheizungen. Ein neuer Trend. Unsichtbar, angeblich extrem billig, aber wie funktioniert das Ganze? Funktioniert es überhaupt? Unser Reporter Matthias Fiedler hat es mal ausprobiert. Mehrere 10.000 Euro kostet der Einbau einer normalen Heizung. Gerade mal ein paar hundert Euro, der neueste Heizungstrend in diesen Paketen. Wo man auch hinsurft im Netz, alle großen Discounter und Baumärkte bieten jetzt Infrarotheizung an. Das ist wohl der neueste Schrei, der neueste Stand der Technik. Und ich bin wohl der Einzige, der sowas noch nicht hat. Und damit ist jetzt Schluss. Diese kostet 139 Euro. Ja, ist ja ein schickes Teil. Schön schlicht, so habe ich mir das vorgestellt. Flach, kein klobiger Heizkörper. Das finde ich eigentlich ganz stylisch. Und das kommt jetzt direkt neben meinen Schreibtisch. Diese Infrarotheizung ähnelt noch am ehesten einem normalen Heizkörper. Kostet 229 Euro und sieht aus wie ein Badezimmerspiegel. Ist es auch, aber zusätzlich angeblich auch eine Heizung. Wie kommt denn jetzt da die Wärme durch den Spiegel oder glüht dann nachher der ganze Spiegel? Matthias wird es gleich ausprobieren. Er hat noch eine dritte Heizung bestellt, den absoluten Renner im Internet. Eine sogenannte Bildheizung. Ja, da wärmt doch das Bild schon. Die Sonne von Afrika jetzt für meine Wohnzimmerwand. Kostet auch 229 Euro. Dafür hat das Bild 1000 Watt Heizpower. Jetzt aber los. Alle Infrarotheizungen einschalten und ausprobieren. Boah, der geht jetzt richtig ab. Das ist gerade mal 15 Sekunden eingeschaltet und schon relativ warm. Man kann schon kaum mehr die Hand draufhalten. Die Spiegelheizung hat 450 Watt. Sollte für etwa 9 Quadratmeter Badezimmer reichen. Was auffällt, das Ding hat keinen An- und Ausschalter und auch keinen Thermostat zum Regeln. Oh, ja. Er heizt schon, deshalb steht auch nicht berühren drauf. Die Bildheizung im Wohnzimmer gibt auch ordentlich Gas. 116 Grad hat die Oberfläche bereits nach kurzer Zeit. Boah, ich schwitze richtig, wenn ich hier vor dem Bild stehe. Das hängt jetzt natürlich auch in Gesichtshöhe, da ist man vielleicht sensibler, aber das sorgt echt für Wärme. Infrarotheizungen sind ein echter Trend. Es gibt sogar Leute, die heizen ihr komplettes Haus nur noch mit Infrarot. So wie hier. Die Heizungsanlage haben sich die Bauherren gespart. Und für gerade mal 8.000 Euro Infrarotplatten von einer Fachfirma einbauen lassen. Nicht nur wegen des Schnäppchenpreises, es soll auch viel angenehmer sein. Bei normalen Heizungen, die Gegenstände bleiben ja einfach normal kalt. Jetzt besonders halt auch Keramik oder die Fliesen. Und das ist bei den Infrarotheizungen optimal, weil die sich halt gut erwärmen. Und man kriegt so die Wärmestrahlung von den Gegenständen dann auch ab und es fühlt sich einfach mollig warm an. Aber wie funktionieren Infrarotheizungen? Eine normale Heizung erwärmt vor allem die Luft, die sich dann verteilt. Jeder warme Heizkörper sendet aber auch minimal Wärmestrahlung aus, sogenannte Infrarotstrahlung. Die Infrarotheizungen sind durch Spezialoberflächen so optimiert, dass sie extrem viel Infrarot-Wärmestrahlung abgeben. Infrarotstrahlung strahlt wie Licht, nur unsichtbar in den Raum. Erst beim Auftreffen auf Gegenstände oder Menschen nehmen deren Oberflächen diese Strahlungsenergie auf und erwärmen sich. Von Bild- und Spiegelheizungen sehen wir in dem Vollinfrarot-Wohnzimmer allerdings nichts. Der Trick? Die Heizplatten hängen an den Decken, damit sich die Strahlen besser verteilen können. Die Erwärmung von Couch und Boden kann man deutlich erkennen. Die Infrarotheizung läuft mit Strom. Weil der viel teurer ist als Gas oder Öl, lohnt sich Vollinfrarot oft erst bei neuen oder gut gedämmten Häusern. Es sei denn, man hat eine eigene Solaranlage auf dem Dach. Und unsere einzelnen Infrarotheizungen aus dem Internet in Bild- und Spiegelform? Bringen sie zumindest in einzelnen Räumen wohlige Wärme? Am besten gefällt mir dieses Gerät. Das kann ich genau da platzieren, wo ich einen Bereich erwärmen will. Das ist schlicht, das fällt nicht auf, das nimmt keinen Platz weg. Beim Badezimmerspiegel hat Matthias mit dem 450-Watt-Gerät wohl ein zu schwaches Exemplar bestellt.
Hier fehlt eindeutig Power. Der ganze Raum braucht doch ziemlich lang. Also, weiß nicht, ob mir das gefallen würde. Und die Bildheizung? Abgesehen vom nicht wirklich schönen Kabel hat das Gerät ordentlich Saft. Die über 100 Grad heiße Oberfläche gibt jede Menge spürbare Infrarotstrahlung ab. Aber eine Heizung, die wie ein Bild an der Wand hängt, ist natürlich eine geniale Idee. Das Blöde ist nur, man montiert das in Augenhöhe und wenn ich auf der Couch liege, kommt keine Wärme bei mir an. Und wenn ich auf der Couch sitze, wird es mir viel zu heiß am Hinterkopf. In unserem Test waren die Billiggeräte aus dem Internet kein Komplettersatz für eine normale Heizung. Als Profi-Anlage hat Infrarot aber durchaus das Zeug zur echten Heizalternative.